Moin und damit herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Wir vergleichen heute mal Lesin und Lesin. Eine von beiden ist Straßen zugelassen, die andere richtig nicht. Für die Leute, die mein Gelaber nicht interessiert, die spulen einfach direkt zum Lichttest vor und der Rest hört sich eben das noch 2 Minuten an. Zuerst zu Lesin 115 Pro Plus. Hier werden uns 300 Lumen versprochen, die bei maximaler Leistung 4,5 Stunden halten sollen. Da die Lampe 2 Tage vorher da war als die andere, habe ich sie auch schon mal abends getestet. Was mir gleich positiv auffiel, als ich mit der Lampe die Straße überqueren wollte mit dem Fahrrad, hat ein Autofahrer den langen Lichtstrahl gesehen und hat angehalten und hat mich direkt zwischen den Autos gesehen. Die Akkuladezeit beträgt etwa 6 bis 9 Stunden. Bei der Lampe sollte man auch aufpassen, es gibt diese Lampe auch in der Ausführung 115 Pro und diese Lampe hat etwa 1 Stunde weniger Leistungskraft. Die andere Lampe, die ich hier habe, ist die 1000 XL. Was mir gleich aufgefallen ist, erstmal haben wir weniger Gewicht, wir haben einen kleineren Korpus, aber eigentlich hat Lesin auch nicht mitgedacht. Das Gummiband ist fast zu kurz für einen 32er Rundlenker. Ja, wir haben keine Straßenzulassung. Die Lampe ist nach oben hin nicht abgewinkelt, so wie die andere Lampe. Und deswegen muss man sie vielleicht auch ein bisschen weiter runterstellen. Ich habe einen ganz kleinen Lichttest bisher in der Wohnung gemacht und was einem gleich auffällt, wir haben einen höheren Lichtkegel als bei der zugelassenen Lampe. Und zudem haben wir hier die Flashlight-Funktion, die eigentlich beim Vorderlicht kein Mensch braucht. Diese Lampe hat etwa eine Ladezeit von 4 bis 8 Stunden und verspricht uns im maximalen Fall 1000 Lumen, jedoch halten die nur 1,5 Stunden. Ich werde nachher beide Lampen draußen im Dunkeln testen und dabei könnt ihr euch auch noch mein Rücklicht angucken. Ihr seht, seht ihr nichts. Und jetzt mal so ein kleines Beispiel. Das sind 2 Lampen mit nahezu 30 Lux oder Lumen. Wie man, glaube ich, sieht, wir haben einen deutlich längeren Lichtweg. Natürlich ist der Lichtkegel in der Ferne relativ schmal, aber es ist ja auch ein Licht. Und was man halt sagen muss, trotz des schmalen Lichtkegels, Soundeffekt, haben wir vorm Lenker alles ausgeleuchtet. Lumen. Und jetzt kommt die nicht zugelassene Lampe. Zum einen sehen wir haben einen deutlich breiteren Lichtkegel nach überall. Und das Licht, finde ich, ist halt nicht so effektiv. Allein deshalb ist für mich schon mal doch das SDVO-Licht sympathischer. Jetzt geht es nur um die Flutlichtfunktion, also um das Fahren auf der Landstraße und nicht darum, ob man Leute blendet. Bei 15!